Servus und hallo, ihr lieben Grill- und Kochbegeisterten. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Hier ist wieder eure Anja. Und heute werden Fischstäbchen gegrillt. So ein Käse, sagt ihr vielleicht jetzt. Aber wir werden mal schauen, wie die gelingen, wie das schmeckt. Und ich erzähle euch auch natürlich, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Jetzt erzähle ich euch erstmal, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Und zwar erwarten wir demnächst wieder Gäste zum Grillen und da sind Kinder dabei. Und die stehen meistens weniger auf den Schweinebauch oder auf den Nackensticks. Würstchen geht schon eher, aber meistens schreien sie nach Fischstäbchen. Kennt ihr das auch? Und um das ganz praktisch zu gestalten, haben wir uns überlegt, also der Kameramann ist auf die Idee gekommen, probiert es doch einfach einmal aus. Und zwar ohne, dass man irgendwie hier noch eine Pfanne auf dem Seitenbrenner platziert oder gar in die Küche gehen muss, sondern dass das einfach hier mit der ganzen Grillage zusammen zubereitet wird. Und das werden wir jetzt auf zwei Methoden testen. Die Fischstäbchen sind noch im Gefrierfach. Wir werden zwei Methoden durchführen. Ich werde jetzt einmal direkt grillen und einmal indirekt. Und das werden wir jetzt machen. Bevor ich jetzt die Fischstäbchen aus der Gefriertruhe hole und wir loslegen, möchte ich noch kurz was zum Thema direkte und indirekte Hitze erzählen. Also grundsätzlich habe ich vor, die Fischstäbchen bei 200 Grad zu grillen. Einmal direkt und einmal indirekt. Und direkt bedeutet, die Hitze kommt direkt von unten und wir legen die Fischstäbchen auf den Rost. Direktes Grillen und beim indirekten Grillen, da lasse ich hier zum Beispiel den Brenner an und lege sie dann in den indirekten Bereich. Also wir haben keine Hitze von unten, sondern die Fischstäbchen werden nur ähnlich wie im Backofen umspielt. So, und jetzt 200 Grad. Die erste Methode wird das direkte Grillen sein, also holen wir die Fischstäbchen und legen los. Gut, ich bin schon äußerst gespannt, dann legen wir sie mal auf die Kameraden. Fischstäbchen waren noch nie auf diesem Grill. Premiere sozusagen. Jetzt lassen wir sie mal von einer Seite ein bisschen grillen und dann muss man mal irgendwann wenden, so nach 5 Minuten vielleicht noch mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Lasst uns mal nach 5 Minuten reinspitzen. Jetzt bin ich schon gespannt, es duftet schon nach Fisch, nach Fischstäbchen. Aha, so sieht es aus, die brutzeln schon. Aha. Und ich denke, die sind jetzt auch schon aufgetaut. Da sieht man schon, wie es brutzelt. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Mein Gott, na, ob man das schafft, hier sie zu wenden, ohne dass sie brechen. Ich denke aber schon. Ich erzähle euch gleich noch einen Vorteil, wenn diese Methoden funktionieren, was das im Vergleich zur Pfanne hat, also welche Vorteile. Aha, haben so ein schönes Grillmuster schon. Ja. Also da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen beim Wenden, würde ich euch raten. Ich fange mal hier an, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Sehr gut. Und zack. Und zack. Sehr schön. Also sie kleben schon mal nicht am Rost, das habe ich nämlich befürchtet. Oh, gut. Jetzt habe ich den versetzt. Das war nicht gut, weil es müssen erst ein bisschen so die Säfte austreten. Ja, dann kann man sie nämlich besser wenden. So ist es nämlich auch bei Steaks. Jetzt geben wir ihnen noch weitere 5 bis 6 Minuten und dann wird er mal gekostet. Und während die Fischstäbchen jetzt noch von der anderen Seite brutzeln, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar könnte man die Fischstäbchen auch auf einer Grillplatte zubereiten. Da würde ich euch empfehlen, aber ein bisschen Sonnenblumenöl drauf zu geben. Und der Vorteil, wenn diese Methode auf dem Rost funktioniert, also ohne Fett, dann wäre das natürlich die fettärmere Variante der Zubereitung von Fischstäbchen, oder? Kann man schon sagen. Mittlerweile liegen die Fischstäbchen 10 Minuten drauf. Ich hole mir jetzt mal eins runter und werde kosten und schaue mir die Konsistenz genauer an. So, da holen wir mal einen runter. Also sie lösen sich nach wie vor auch hier gut vom Grillrost. Platsch. So, ich schließe mal nochmal den Deckel, dann lassen wir die anderen noch ein bisschen länger drauf. Sind die kross geworden? Ja. Ja. Hört man. Mittelschnitt. Ja, also so kenne ich durchaus Fischstäbchen. Mhm.
Super. Total. Mein neues Diätessen. Ja, also sie sind durch. Sie sind richtig, also richtig heiß. Ja. Das ist ein Zeichen, dass sie durch sind und sie sind knusprig, sie schmecken gut, sie sehen toll aus. Also super, diese Methode funktioniert schon mal. Und jetzt schauen wir uns mal die Methode des indirekten Grillens vom Fischstäbchen an. Runde 2, ich denke, das kann doch nur noch besser werden. Und vor allem werden wir jetzt, wenn wir sie auf der indirekten Hitze zubereiten, das filigrane Grillgut in dem Fall nicht mehr wenden müssen. Also vielleicht nicht, werden wir sie nicht ganz so, wobei sie sind nicht zerstört worden. Ich habe mich nur einmal ein bisschen blöd angestellt, weil ich es nochmal gleich versetzt habe, das Fischstäbchen. Aber ansonsten sind sie heil geblieben und ich denke, im indirekten Bereich, da bleiben sie noch schöner. Wir müssen sie also dann nur noch mal runternehmen. Warum muss man die da nicht wenden? Weil sie von der Hitze umspielt werden, von allen Seiten. Genau, und jetzt, ich würde mal vorschlagen, 10 Minuten lassen wir sie schon drauf und dann schauen wir mal nach. Und in der Zwischenzeit, da zeige ich euch, was der Kameramann gemacht hat. Und zwar ein Serviervorschlag von uns, ein Brötchen, belegt mit Fischstäbchen, schön Tomate drauf, Salat und Remoulade. Ihr könnt auch ein anderes Brötchen verwenden, was halt den Kleinen schmeckt oder euch schmeckt. Auch Burger Buns wären möglich oder was es meistens zum Grillen dazu gibt, die üblichen Beilagen, serviert Kartoffelsalat oder Gurkensalat dazu und das schmeckt auch den lieben Kleinen. So, und jetzt ja, abwarten und dann schauen wir uns die Methode 2 noch an bzw. das Ergebnis. Ich wollte es ja eigentlich nach 10 Minuten herunternehmen, aber ich habe mal drauf tippt und das war mir noch nicht knusprig genug. Und jetzt sind 20 Minuten vergangen und jetzt schauen wir mal hinein. Das muss jetzt reichen, weil laut Empfehlung auf der Packung der Fischstäbchen wird ja im Backofen, werden hier 13 Minuten empfohlen. Also sie lösen sich schon mal. 13 Minuten bei 200, um die 200 Grad. So. Jetzt lasse ich die anderen noch ein bisschen brutzeln. Das schadet ihnen sicher nicht, so wie mir das hier erscheint. Ja. Naja. Naja. Mit gutem Willen. Also durch sind sie auf jeden Fall. Ja. Nee. Doch. Die sind nicht knusprig. Die mag ich nicht. Also für meine Begriffe haben sie einen Hauch von Knusprigkeit. Sie sind allerdings nicht so knusprig wie die von der direkten Hitze. Aber richtig knusprig kann man nicht sagen. Vielleicht geben wir ihnen noch ein bisschen Zeit und probieren noch eins. Kameramann, hast du noch ein bisschen Zeit? Nein, ich mag zum Fischen. Ja. Ich würde sagen, du isst jetzt runter und dann machen wir das Fazit, oder? Ja, machen wir das Fazit. Aber durchaus genießbar, beziehungsweise mir schmecken sie eigentlich so, auch weil ein Hauch von Knusprigkeit dabei ist. Ich will sie jetzt nicht schönreden, aber Knusprigkeitsfanatiker kommen hier nicht auf ihre Kosten, das kann man sagen. Kommen wir zum Fazit. Methode 1, direktes Grillen von Fischstäbchen, hat mir super gefallen. Ich finde, das hat sogar einen Vorteil, das geht total schnell, also schneller als die Zubereitung. Beispielsweise im Backofen, wir brauchen kein Fett. Mir hat es geschmeckt, es war knusprig, sie waren durch. Also das ist durchaus empfehlenswert und sie haben auch ein schönes Grillmuster bekommen. Ja, und zur Methode 2 kann man auch machen. Vielleicht muss man sie noch länger drauf lassen. Sie waren auf jeden Fall durch und ich finde sie genießbar. Und wer auf ganz, ganz knusprige Fischstäbchen steht, der muss sie halt noch ein bisschen länger drauf lassen. Ich würde jetzt sogar sagen, ich hole noch der Fairness halber eins runter. Weil wir haben ja hier Situationen wie im Backofen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Sorte der Fischstäbchen an, auf die Marke, aber nein, auch die sind jetzt auch ein paar Minuten länger drauf. Oder das eine hier noch. Es knuspert ein bisschen, aber es knuspert nicht so sehr, wie wenn man sie direkt grillt. Ja, es ist, wie es ist. Ich würde grundsätzlich sagen, Fischstäbchen am Grill zuzubereiten ist kein Flop, sondern top. Kann man durchaus machen. Was würdet ihr sagen? Was ist eure Meinung? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein.
Vielleicht sagt er jetzt, Anja, du spinnst. Warum machst du so einen Blödsinn? Aber ich finde es durchaus legitim. Macht es unbedingt einmal nach und probiert es selber aus, wie es euch geschmeckt hat und welche Methode ihr bevorzugt. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vergesst hier nicht zu abonnieren, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, und auch nicht die Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr informiert, wenn ich wieder am Start bin. So, und jetzt verabschiede ich mich bei euch. Danke fürs Zusehen, eure Anja. Macht's gut.